Du fragst dich, wie es ist, ein Mädchen zu sein? Tja, wie viel Zeit hast du? Denn wenn es darum geht, ein Mädchen zu sein, gibt es eine Menge zu beachten. Also, lehn dich zurück und entspanne. Wir zeigen dir gute, schlechte und die hässlichen Momente. Oh, es geht nichts über ein Mittagessen mit deiner besten Freundin. Wann hast du denn sonst Zeit für Klatsch und Tratsch? Oh, warte kurz. David kommt hierher? Jetzt? Aber ich bin noch mit Betty hier. Betty mit ihren wunderschönen Haaren und perfektem Make-up. Niemand will seinen Freund hier haben. Nee, das passiert echt nicht. David kommt? Na und? Kannst du bitte einfach mal ein bisschen hässlich sein? Na gut, aber nur weil du meine beste Freundin bist. Dafür brauchst du einen Pulli. Da haben wir es. So, jetzt der unordentliche Dutt. Die Jungs stehen noch nicht auf sowas, oder? Naja, wenigstens ist er leicht zu machen. Ah, das gefällt mir schon besser, Mädchen. Ah, prima. Du siehst mit jeder Sekunde hässlicher aus. Was passiert denn da mit deinem Gesicht? Ha, nichts schreit hässlich wie verrückte Brauen. Okay, wirklich verrückte Augenbrauen. Auf Wiedersehen, pralle rote Lippen und Mission definitiv erfüllt. Jetzt noch der letzte Touch. Oh, das ist der Hammer. Großartig. Er kommt. Hey, Babe. Erinnerst du dich an meine Freundin Betty? Wow, ist das überhaupt ein Mensch? Ja, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Betty. An diesem Tisch wird kein Freund ausgespannt. Oh, dieses Meme ist so witzig. Oh, kann das sein? Hallo. Danke. Schönen Tag noch. Oh, ich habe 2 Wochen auf diesen Moment gewartet. Ich kann ihre Kraft schon spüren. Sind die nicht wunderschön? So weiß, so unberührt von Schmutz. Die sind einfach perfekt. Lass uns mit diesen Babys eine Spritztour machen. Ich muss doch mit denen angeben, oder? Oh, die sehen super aus an mir. Willkommen in der Weltschuhe. Aber ich will ihn nicht schmutzig machen. Mensch, hier draußen ist doch überall Dreck. So, die hier werden meine kostbaren Schuhe schützen. Ja, das ist vielleicht nicht praktisch, aber ein Mädchen muss tun, was ein Mädchen tun muss. So weit, so gut. Nee, die sind schon alle. Ich schätze, dann bleibt nur noch eins übrig. Heb die Zehen. Oh, die Beleuchtung ist fantastisch. Mein Insta sprengt gleich alle Rekorde. Und dieser Winkel ist perfekt. Ach du meine Güte. Niemand in der Nähe, oder? Ich komme. Dieses heiße Auto wird mir so viele Likes bringen. Oh, das könnte total mein Gefährte sein, oder? Oh Mann, sowas von heiß. Was haben wir denn hier? Hey, hübsche Lady. Wollen wir heute Abend was trinken gehen? Das ist ein Fotoshooting für eine Person. Wie unhöflich. Warte. Hey, das ist eine Autofahrt für eine Person, Süße. Oh, ist das peinlich. Aha, ja, total. Ach Mann, dieser Slip, der sitzt irgendwie tief. Lana, der Typ. Pfui, schäm dich. Hä? Ist der Typ okay? Ich muss hier weg. Mann, dieser Slip, der bringt mich echt um. Ich kann den hier rausziehen. Ah, süße Erleichterung.
Ja, das hat die Stimmung gekillt, oder? Und jetzt noch der letzte Touch. Zu viel Schimmer gibt's nicht, oder? Das sollte reichen. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ein bisschen extra Lipgloss, meine Kinokarte. Und ich bin bereit. Viel Spaß, Fräulein. Nur ich bitte. Viel Spaß beim Film. Oh, dieser Film bekam tolle Kritiken. Aber niemand hat gesagt, dass er so traurig ist. Warum ist denn das Hündchen so krank? Oh nee, jetzt rollen Tränen. Yikes, die Schminke ist nicht wasserfest, oder? Ich wünschte, ich hätte jetzt ein Taschentuch. Okay, der Film ist zu Ende. Ich muss mich zusammenreißen. Tschüss. Was? Mein Gesicht? Was meinst du denn? Oh, meine Tränen haben alles versaut. Mann, ich komme nie wieder hierher. Was denn alles in der Welt ist da drinnen dann passiert? Ach, was für ein schöner Tag, um mit einer Freundin zu plaudern. Ja, wir könnten genauso gut einen Spaziergang machen. Und wenn du eine tolle Geschichte zu erzählen hast, dann wird ein kurzer Spaziergang zu einem langen. Willst du immer noch laufen? Au, ouch, aua. Au, oh, diese Treppe wird mich umbringen. Sind wir bald da? Oh, ich sehe das Café schon. Mensch, ich dachte, wir würden hier ankommen. Ich bin dann mal auf der Damentoilette. Was dagegen, wenn ich schon bestelle? Oh, was für ein Tag, um ein Kleid zu tragen. Wie groß ist denn der Schaden? Wundscheuern ist kein Witz, Leute. Meine Haut fühlt sich so gereizt an. Ich brauche Babypuder, sofort. Vielleicht habe ich was, das helfen könnte. Komm schon. Oh, Gott sei Dank. Ich habe Körperpuder dabei. Das wird die Feuchtigkeit sofort trocknen. Gleichmäßig? Ja, das Kleid sieht hübsch aus, aber brennende Schenkel? Oh, nicht so cool. Puh, endlich hört das Stechen auf. Was würde ich nur ohne dieses Zeug machen? Hier sind die Obstkuchen. Hey! Ich komm schon, Lana. Was ist denn mit Bettys Beinen los? Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Mädel, geht's dir gut? Wie auch immer, meine Oberschenkel fühlen sich fantastisch an. Meine Haare sind heute Morgen sowas von glatt. Und meine Haut wird noch besser aussehen. Mädchen haben immer die besten Cremes, oder? Oh, dieses Zeug fühlt sich toll an. Oh ja. Guten Morgen. Warum ist die morgens denn so fröhlich? Und ich bin immer noch so müde. Okay, lass es das einfach wegstrecken. Zeit, die Weißerchen zu polieren. Betty? Oh, oh. Ja, das wird nicht gut enden. Was stimmt mit dem Zeug nicht? Boah, das schmeckt ja total ekelhaft. Das ist definitiv keine Zahnpasta. Was um alles in der Welt ist das? Oh Mensch, ich habe mir gerade die Zähne mit Handcreme geputzt. Ich muss hier raus. Nee. Och, das darf doch nicht wahr sein. Ich gehe wieder ins Bett.
Wenn du kein Mädchen bist, dann hast du keine Ahnung, wie peinlich das manchmal werden kann. Kennst du noch andere pikante Situationen, in die sich Mädchen bringen? Oder vielleicht haben die Jungs da draußen ihre eigenen peinlichen Geschichten zu erzählen. Naja, Peinlichkeiten entstehen doch erst in Gesellschaft, oder? Also teile deine Geschichte in den Kommentaren. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann verpass jetzt nichts und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.